Tja, Tales of Arise, beide Collectors Editionen sind endlich angekommen. Später als erwartet, aber sie sind da. Na, gucken wir mal rein. Die kleine aus dem Bandai Shop, die wir hier jetzt gleich sehen werden, die gab es nur dort. Die hat ja 120 Euro gekostet. Beziehungsweise mit Versand 105, wenn man den 20% Gutschein da geholt hat, den es nur gibt, wenn man nicht weiß, was man mit seinen Punkten machen soll. Ja. Gucken wir mal rein. Aha. Im Karton war kein Platz für das Spiel mal wieder. Auch wieder so eine neue Marotte. Natürlich PS5-Version, was sonst? Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen doof, aber warum? Ich hab halt die Fünfer. So. Ja, ist auf jeden Fall vernünftig verpackt. Gucken wir mal. Vernünftig verpackt. Ja. Also die letzten Tage gar nicht mehr gespoilert, weil wir wissen ja alle, wie das ist mit den Trailern, die zeigen mir eigentlich schon nur das halbe Spiel. Ich kenne jetzt nur so ein paar Aussagen von Freunden und eigentlich ist bis jetzt jeder angetan davon. Allein optisch sind ja schon, da liegen ja Welten dazwischen gegenüber den letzten Teilen. Ja, das muss man ja sagen, und deswegen habe ich auch große Hoffnungen, dass dann endlich mal ein Tales of, das mir wirklich gefällt, richtig. Weil mit Tales wurde ich schon nie so warm. Selten. Das hätte ich auch mit beide Editionen gekauft. So. Dann ist das Eulchen, was hier mit drin ist, oder die Eulen, die kann man ja sammeln, um Kostüme zu bekommen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, wo ich wirklich noch gucken werde. Weil ich ja nie so der Fan von Nebenzeug bin. Gucken wir mal da rein. Richtig rein. Nett gemacht ist ja die Verpackung. Ja. Also wie man ja schon sehen kann, ging das Video ein bisschen länger, weil es halt zwei Editionen sind. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich jetzt zwei einzelne daraus machen sollte. So ein Geier bin ich dann jetzt nicht. Ich meine, man kann ja vorspulen, wenn man die andere sehen will. Auf jeden Fall kamen sie beide heute. Ich hatte auch damit gerechnet, dass die aus dem Bandai-Shop wenigstens einen Tag früher kommt. Bei Amazon war mir ja klar, dass die am Release-Tag höchstens kommt. Frühestens. Und ich weiß auch, dass schon einige das Spiel spielen. Hätte ich theoretisch auch können. Aber Edition. Ist das hier reingemacht, reingeschoben, drauf geschoben. Ja, dass da irgendein Special-Verschluss wieder dran ist. Ja, ist auf jeden Fall gut fest. Kann man sagen. So, da kommt schon direkt die Eule. Dann gucken wir uns auch gleich noch genauer an. Das ist schon lustig gemacht. Weil da kann man ja hier vorne noch verschiedene Sachen anhängen. Dann haben wir ein Artbook, das endlich mal die Größe eines Artbooks hat, wenn auch nicht dicker wie ich es sehe. So. Gucken wir mal kurz rein im Schnelldurchlauf. Schwein. Ne? Sieht man da was? Oh, ich denke, kann jetzt nicht so gucken. Auf jeden Fall ganz hübsch. Auch wenn es dünn ist, deswegen ist es groß. Ne?
Das ist ja auch schon mal was wert. Dann sind hier noch irgendwelche Bilder dabei. Das sind wieder so Bilder, wo man theoretisch am besten einrahmen würde. Hier von den Charakteren. Aber mein Problem ist immer, wohin mit den Sachen. Deswegen bleiben sie immer im Karton. Und hier noch die anderen. Auch ganz hübsch. Dann gab es dann noch so kleine Aufkleberchen. Einmal Pixel, einmal normal. Oder naja, Chibi eher. Wird man auch nirgendwo draufkleben, dafür ist es zu schade. Muss man ja ganz klar sagen, wie es ist. Was ist denn da wieder? So, hier ist das Steelbook, weil es ja nur eine Edition gibt mit den Eulchen. Hier ist natürlich das Spiel noch mit drin. Hä? Nee, Moment. Moment, das ist der originale Soundtrack auf CD. Den haben sie hier reingepackt, die lustigen. Gut, passt ja, hier ist ja auch noch Platz für das Spiel und dann nachher umgekehrt. Ja. Musik gehört auf CD in der Edition und nicht als dänischer Download-Code. Ja. Was wackelt hier noch drin rum? Ja, irgendwelche Pappedeckel-Dinger. Mit richtig gut ausgestochenen Rahmen hier und Dinger nicht weggemacht. Gut, wie gesagt, Steelbook ist ja ganz knuffig gemacht eigentlich mit dem Eulchen, ne? Und die Aufkleber, kommt auch wieder alles hier rein. DLCs sind auch dabei, beziehungsweise wurden die einem vom Bandai per E-Mail geschickt und das sind wahrscheinlich, wie ich das schon in Erinnerung habe, auch die Sachen hier wie hier für die Eule im Spiel. Ja. So, guck mal trotzdem hier, also ich gucke jetzt hier gerade rein, ob da nicht noch irgendwas an DLC eventuell liegt. Weiß man ja auch nicht, aber gehe ich nicht davon aus, das wird einfach nur das Standardspiel sein. Und wie ich gehört habe, muss man wohl doch einiges an Gigabyte runterladen. Obwohl es hier eine PS5-Disk ist und ein Pipapo, ne? Und Komprimierung und bla bla bla. Aber, boah, jetzt finde ich auch ein bisschen doof, aber ist halt so. Get 100 die Epic-Punkte, klar. So, jetzt, wie gesagt, der DLC ist wirklich halt dann nur per Mail gekommen. Ist in Ordnung. Kann man mit leben. So. Und die ist ja eigentlich für das Geld in Ordnung. Bei der anderen, da kann man drum streiten. So, dann gucken wir uns mal das Kerlchen hier an. Eulchen. Das gestopft hier auf meine Edition dabei war, das war bei Ni no Kuni, glaube ich. Also, die ich gekauft habe. Beim ersten Ni no Kuni damals. Da habe ich nie ausgepackt. So. Auf jeden Fall ein flauschiges Kerlchen. Gut, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gespielt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob diese Sachen, die man dem so anhängen kann oder im Spiel dann irgendwas auslösen oder irgendwas. Das wird sich nachher alles zeigen. So. Ein paar Flügelchen. Kommen die denn da dran? Keine Ahnung. Und hier sieht man dann halt, ne, das kann man halt hier
hier drauf pinnen. So irgendwie. Keine Ahnung. Ach nee, das waren zwei Teile. Haben hier so eine Schleife. Hier diesen Anhänger. Oder was das ist. Was ist hier noch mit drin? Was haben wir da denn? Ist das überhaupt irgendwas? Ja, ah, stimmt, so wie Schal oder was war das irgendwie, ne? Ich habe die Bilder jetzt gar nicht mehr so. Aber einen Mini-Artikel, den ich dazu machen werde, werde ich, denke ich, mal die Bilder dazu reinmachen. Dann sehe ich das auch nochmal, wie genau das ist. Aber der hier, ich meine, das ist ja dann, muss ja hier vorne verknoten, oder? Ich meine, so elastisch. Wahrscheinlich wird man das hier drum machen. Schätze ich mal. Ja, irgendwie so. Das sind halt immer so die Sachen, die muss man sich nochmal genauer angucken. Hatte ich jetzt auch gerade jetzt nicht so die Zeit für. Im Vorfeld. Aber ja, hübsches Kerlchen. Hat was. Mal gucken, wie viel Bedeutung das Kerlchen im Spiel so hat. Ich hoffe wirklich, dass das, was ich bisher so gehört habe, noch wirklich zutrifft. Wie gesagt, jedes Tales von mir hat bisher eine Chance bekommen, dass wir wenigstens würdig waren. Aber das hier ist allein schon in der Grafik gut. Das heißt, allein das Ding. Wir wissen ja alle, dass das schon jetzt, ich sag jetzt mal, modernisiert wurde. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Bevor sich daran irgendjemand jetzt stört. Das Spiel hätte sogar reingepasst, wenn sie gewollt hätten. Wenn sie nur ein bisschen Pappedeckel noch dabei machen müssen. Ich verstehe das einfach nicht. Das war jetzt die Edition mit der Eule aus dem Bandai Store. Ich meine, die doch nur, ja, wie gesagt, exklusiven Bandai Store. So, dann kommen wir zu der großen Edition, die witzigerweise am Anfang in der ersten Runde bei Amazon 180 gekostet hat. Dafür habe ich es doch gekauft und ein halbes Stunde später. Nachdem sie wieder drin war, hat sie schon mal 200 gekostet. Boah. Ist dann halt so, ne? Ich meine, die müssen wissen, was zu machen. Von daher. Obwohl ich das schon ein bisschen dreist schon. Ne? Erst für 20 Euro billiger und dann ups, und dann jeder andere darf mehr bezahlen. Gell? Also korrekt finde ich das auch nicht. Was das jetzt nicht. So. Hier auf der Edition steht so tatsächlich PS5 drauf. Lustig. Da ist ja die Figur. Der Karton, der ist ja auch wieder riesig. Ja, die von der anderen Edition geht ja noch. Ist halt so. Ne? Sagt die Zeit, 14 Minuten. Ja. So. Wie man jetzt schon sieht, natürlich das Spiel, was hier in der Box mit drin zu sein scheint. Ein anderes Steelbook. Das Artbook wird dasselbe sein. Und hier ist der Soundtrack. Ah ja doch, CD und digital, okay. Die Figur und 5 Millionen DLCs kamen auch schon als Code.
Quasi interessiert uns hier jetzt in erster Linie nur die Figur, weil die anderen Sachen, wie gesagt, es sind dieselben. Ja. Soll ich hier noch irgendwo zu? Nein. Aber trotzdem, wieder ein riesen Karton. Ist genauso aufgebaut wie die andere hier unten. Das muss man nur wieder erstmal hier rauskriegen. Diese Umkartons sind immer schön und gut, aber naja. Muss das ja auch nachher wieder reinkriegen. Weil das schmeißt man ja nicht fort. So. Ist die nochmal irgendwo fest? Nein. So sieht auf jeden Fall die andere schöne große CE aus. Die Collectors Edition. Ach ja, der Karton ist wieder viel zu groß. Gut, das ist auch auf der anderen Seite gut, dass der Kram immer so fest ist. Muss ja auch transportiert werden. Und ich war selber mal bei DPD früher. Und ich weiß ja gut, wie mit Paketen dann umgegangen wird. Darf man eigentlich gar keinem erzählen. Und ja. Ja, hier kommt auch schon direkt das, das Artbook. Irgendwie nicht rausgehen will. Richtig, aber wie gesagt, das ist ja, also ich würde mich jetzt stark wundern, wenn das jetzt ein anderes wäre. Ich habe das andere nicht so richtig reingeguckt, aber ich gehe einfach mal davon aus. Sieht man ja schon, dass das dasselbe ist. So, darunter liegt dann das Spiel und das andere Steelbook, was halt ein bisschen dunkler ist. Auch ganz schick. Und hier ist dann auch wieder der Soundtrack dabei. Wenn man hier neben dran sieht, halt auch nochmal Spiel. Gut, das muss ich jetzt rausholen. Eins davon brauche ich ja. Ja. Und so allgemein vom Inhalt, wenn jetzt die DLCs jetzt nicht dabei wären, die ja immer. Geldkosten wert schon wenig. So. Hier haben wir dann nochmal einen Karton. Das rappelt ein Karton. Mit der Figur. So. Gucken wir da mal. Die wird ja ganz regulär hingestellt. Vielleicht noch ein Däuschen. Aber das hier auf jeden Fall erstmal. Upp. Wieso komme ich denn die ganze Zeit gegen die blöde Kamera? So. Ja, wie ich schon gedacht habe. Sehr gut verpackt. Das muss aber auch heutzutage so sein. Kann man drum streiten, ob das für jeden ist oder nicht. Aber grundsätzlich finde ich das gut. Man weiß noch, dass der Kram heil ankommt. Wieder schmuck verpackt. Ja. Gucken wir es uns mal an, bauen wir es mal auf, ob wir es schneiden. Selber erst mal gucken. Das ist einmal. Dann haben wir hier noch ein paar Haare. Ihre Waffe.
Armored Schwert. Seine Waffe. Und dann haben wir hier noch eine Waffe. Genau, da ist bestimmt dieses Flammenschwertchen. Ja. So. Dann bis sofort. So, und dann ist die Figur aufgebaut. Man muss dazu sagen, man muss ein bisschen drücken, man muss ein bisschen aufpassen. Was ich gar nicht gut fand, war, dass zum Beispiel, wo die Waffen in der Folie drin waren, die war auf einer Seite offen. Ne? Und da fällt das schnell mal raus. Und das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber sonst, Figur ist hübsch, muss man sagen. Ob einem das Geld im Endeffekt wert ist, ist wie immer Geschmackssache. Aber auf jeden Fall qualitativ besser wie die Figuren, die früher so dabei waren. Ja. Lassen wir es noch ein bisschen drehen. Kann man sich schon ein bisschen angucken. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lieferschwierigkeiten und muss noch 3 Tage auf seine Edition warten. Weiß man ja alles nie. So. Das wäre also ihr Preis gewesen, wenn man die Edition noch kauft. Und die Pose ist auch die vom Titelbild der Edition. In dieser Pose ein bisschen schräg, ein bisschen rüberguckend. Aber ja. So, das war jetzt mal 2 Editionen auf einmal. Wie gesagt, prinzipiell war gar nicht so viel drin in beiden. Ne? Aber wie das halt so ist. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Entweder hier oder auf dem Dojo. Tschüss.